Hey Freunde des Weggeschehens, schön, dass ihr auch die Woche wieder zu den Nachrichten eingeschaltet habt. Jetzt auch wieder aus dem gewohnten Setting. Es ist unglaublich viel passiert in der Welt, aber auch in Deutschland. Wir schauen auf die Umfragewerte von Angela Merkel, darauf, was die Reichsbürgerbewegung in Deutschland plant. Aber auch in der Welt ist eben enorm viel passiert mit und ohne Corona. Und wie immer haben wir zum Schluss auch noch eine gute Nachricht der Woche. Dementsprechend bleibt dran. Zunächst einmal haben wir ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das in einem Schnellverfahren eben entschieden hat, dass ein generelles Demonstrationsverbot in Deutschland derzeit nicht zulässig ist. Auch mit Corona darf dieses Grundrecht nicht eingeschränkt werden, aber es kann eben sehr stark reglementiert werden. Hintergrund ist, dass es eben Demonstrationen gab gegen die strengen Corona-Maßnahmen, aber auch dagegen, dass das Flüchtlingscamp in Moria in Griechenland eben weiterhin nicht geräumt wird. Da wurde demonstriert, das wurde aufgelöst, jetzt hatte man dagegen geklagt. Insgesamt sehen wir, dass die Maßnahmen, die jetzt gegen Corona getroffen wurden, die ganze Ausgangssperren etc., dass die wirklich Wirkung zeigen. Wir sehen, dass die Ansteckungsrate um einiges nach unten gegangen ist, endlich auch dauerhaft unter 1 zu finden ist. Auch die Ansteckungen pro Tag sind zurückgegangen. Und dementsprechend hat man jetzt die ersten vorsichtigen Lockerungen beschlossen. Das Ganze mehr oder weniger einheitlich über Deutschland, nichtsdestotrotz aber auch immer noch länderspezifisch, und das gibt auch Sinn. Mecklenburg-Vorpommern hat um die 600 Fälle, Bayern über 30.000. Hier muss man auch länderspezifisch tatsächlich agieren. Die Reaktionen auf diese Lockerungen sind recht unterschiedlich. Aus der Wirtschaft kommt Kritik, da schimpft man über die 800 Quadratmeter Regel, die eben besagt, dass Geschäfte unter 800 Quadratmeter Ladenfläche grundsätzlich wieder öffnen dürfen, was natürlich nicht ganz so viel Sinn gibt, weil auch in größeren Geschäften ja man eben Abstand halten könnte. Diese Regelung gibt es der Einfachheit halber und der Vorsicht halber, denn alle anderen Regelungen wären ja wesentlich komplizierter. So und so viel Personen pro Quadratmeter, das muss dann kontrolliert werden von jedem einzelnen Betrieb. Das wiederum kann die Polizei schwerer kontrollieren. Dementsprechend hat man sich jetzt hier drauf geeinigt. Von der Opposition kommt zusätzlich Kritik über die Intransparenz. Man weiß nicht genau, wonach diese Entscheidungen getroffen werden, auf welches Institut jetzt tatsächlich die Bundesregierung auch ihr Vertrauen setzt. Und auch darüber, dass alle 2 Wochen die Regelungen nur aktualisiert werden. Man möchte eben haben, dass die Regelungen jede Woche evaluiert und geupdatet werden. Nichtsdestotrotz sind die Umfragewerte der Union derzeit ja in rasante Höhe geschossen. Die besten Umfragewerte seit 2017. Wir sehen, dass alle Nicht-Regierungsparteien Prozentpunkt um Prozentpunkt verlieren bzw. stagnieren. Und das gibt auch wiederum Sinn, denn in einer Krise ist es relativ leicht, sich als Regierungspartei zu profilieren. Alles, was nicht gut läuft, kann man auf die Krise schieben. Alles, was gut läuft, ist natürlich der eigene Verdienst. Das ist in fast jeder Krise immer so der Fall gewesen. Dementsprechend ist natürlich auch die Frage, wie langfristig haltbar dieser Vorsprung jetzt ist, den die Union hier ausbauen kann. Kurzfristig sehen wir aber ein klares Umfragehoch. Von der Wirtschaft kam insgesamt allerdings auch Lob, denn man ist sehr zufrieden damit, dass die Finanzspritzen, die der Staat eben zur Verfügung gestellt hat, dass die wirklich schnell geflossen sind. In den letzten 3 Wochen sind wirklich Unsummen an Geld geflossen. Das Ganze war schnell, das war unbürokratisch und das war vor allem digital. Und hier liegt unter anderem auch das Problem, denn es kam zu jeder Menge Betrugsfällen. Dadurch, dass so schnell so viel Geld geflossen ist, musste zwischenzeitlich sogar der Zahlungsfluss eingestellt werden, weil man die Mails abgegriffen hatte. Verschiedene Personen hatten hier dann ihre eigene IBAN auf die Anträge geschrieben und so eben das Geld kassiert statt dem Unternehmen. Wir stellen fest, schnell und unbürokratisch hat es tatsächlich funktioniert. Allerdings müssen wir daraus auch für die Zukunft lernen und sehen, dass wir auch einen Notfallplan für eben solche schnellen Finanzspritzen brauchen, damit das eben auch sicher geschehen kann. Schnell unbürokratisch war wichtig und gut. Nichtsdestotrotz ist hier dann doch ein Teil des Geldes auch verloren gegangen. Und zum Schluss der Innenpolitik sprechen wir noch kurz über die Reichsbürgerbewegung, eine Bewegung, bei der ich persönlich ehrlich gesagt immer ein wenig schmunzeln musste. Jetzt geht allerdings eine reelle Gefahr von ihnen aus. Sie selber sehen in der Corona-Krise eine Weltverschwörung, sie drohen Virologen, sie haben angekündigt, einen geordneten Überfall oder Angriff zu starten, was für Reichsbürger eben sehr komisch ist, denn Reichsbürger sind normalerweise eben Einzelgestalten, die nicht in einer Gruppe oder Gemeinschaft agieren. Hier allerdings scheint man sich irgendwie zusammengeschlossen zu haben und es wird nun tatsächlich auch dringend Zeit, dass dieser Gruppierung oder wie man sie auch immer nennen möchte, eben Einhalt geboten wird, dass dagegen streng vorgegangen wird, weil gerade in einer solchen Krise Institutionen anzugreifen, Wissenschaftler und Virologen, das wirft uns weit zurück, das ist nicht hilfreich und das ist eine Gefahr für die gesamte Gesellschaft.
Außenpolitisch müssen wir wirklich auf eine Vielzahl an Ländern schauen, die eben alle unterschiedlich mit der Corona-Krise umgehen. Es lassen sich aber eben Muster erkennen. Zunächst sehen wir, dass die chinesische Wirtschaft, da haben wir jetzt endlich erste Zahlen, tatsächlich massiv eingebrochen ist. Um über 7% ist das BIP im ersten Quartal 2020 geschrumpft. Das ist nicht nur ein Wert, der unübertroffen für China ist seit Jahrzehnten. Es ist auch der allererste negative Wert seit 1976. Und das zeigt auch, wie stark China tatsächlich das Virus getroffen hat und welche Auswirkungen das erstmal auf China hat, aber letztlich natürlich auch auf die globale Wirtschaft. Gerade sprach ich von Mustern. Eins dieser Muster, die wir bei den Ländern sehen, ist, dass manche Länder eben sehr, sehr fragwürdig mit der Krise umgehen. Wir beginnen mit Brasilien, sehen, dass der dortige Präsident Bolsonaro ja fast nichts gegen das Virus unternimmt. Er selber hat es immer kleingeredet, tut das immer noch, spricht von einer Kleingrippe, die man schon überlebt. Hat jetzt seinen Gesundheitsminister entlassen, der eben für strengere Regelungen war. Und wir haben auch mitbekommen, dass die Drogenmafia in den Favelas, in den Slums eben Ausgangssperren verhängt hat. Der Staat hat es nicht getan. Allein das ist schon sehr, sehr bedenklich. In Ägypten spricht man davon, dass es eben Schicksal sei, dass der liebe Gott das schon richten werde. Die offiziellen Zahlen dürfen nicht angezweifelt werden von der Bevölkerung, ansonsten wird man ins Gefängnis gesteckt. In Nicaragua ist das Ganze noch ein wenig extremer. Dort hat der Präsident, Zitat, gesagt, Gott hätte das Coronavirus geschickt, weil der Mensch den falschen Weg bestreitet und in Atomwaffen investiert. Dort wird gar nichts gegen das Virus getan, man akzeptiert es als Strafe Gottes. Und da wird es eben sehr, sehr interessant, wie sich die Zahlen dann im Nachhinein entwickeln, ob wir da irgendwann tatsächlich Zahlen davon bekommen, wie katastrophal solche Entscheidungen sind. Wir sehen zum Beispiel auch in Indien jetzt, dass hunderttausende Menschen gegen die Maßnahmen auf die Straße gehen. Eigentlich hatte Indien vor, wirklich auch sinnvolle Maßnahmen zu verhängen. Dort ist aber eben der Sozialstaat so schwach aufgestellt, weil einfach viele Menschen nicht registriert sind, gar keine Sozialhilfe in Anspruch nehmen können, dass die Menschen am Hungern sind, wenn sie nicht arbeiten. Und dementsprechend halten sie die Maßnahmen nicht ein, protestieren jetzt dagegen. Und weiterhin würde ich gerne die USA mit in diese Liste aufnehmen. Sie hat jetzt nämlich, beziehungsweise Donald Trump, der Weltgesundheitsorganisation WHO alle Gelder erstmal gestrichen. Und das ist definitiv einfach komplett das falsche Signal. Da sind sich etliche Regierungschefs einig. Die WHO hat Fehler gemacht in dieser Krise. Das ist unbestreitbar. Das muss aufgearbeitet werden. Allerdings trifft eben dieser Zahlungsstopp gerade die ärmeren Länder, die Corona eh nichts entgegenzusetzen haben. Und klar ist auch, dass er das eben tun wird, weil er im Wahlkampfmodus ist, weil er einen Schuldigen braucht, wo er mit dem Finger eben drauf zeigen kann. Insgesamt hat aber nicht nur die WHO Probleme, viele globale Programme wie das Welternährungsprogramm haben jetzt eben Probleme, tatsächlich das Geld zusammenzubekommen, um ihre Maßnahmen umzusetzen. Das Welternährungsprogramm streicht jetzt seine Hilfe für Jemen bzw. kürzt das Ganze. 80% der Bevölkerung dort ist aufgrund des Krieges auf Nahrungsmittel aus dem Ausland angewiesen. Ich sprach schon länger davon, dass wir eben Jemen eine riesige humanitäre Katastrophe haben und die Corona-Krise wird gerade diese Länder eben noch härter treffen als die Industrienationen. Ein kurzer Blick dann noch auf Israel. Dort sehen wir, dass die Regierung zwischen Netanjahu und Gantz wieder kurz vorm Scheitern steht. Eigentlich reicht die Zeit gar nicht mehr. Es ist extra Zeit eingeräumt worden, dass die Regierung zustande kommt. Es ist aber sehr, sehr fraglich, ob das tatsächlich passieren wird. Und dann wird es eine Schande sein für die Demokratie Israel, denn es wird dann eine dritte Neuwahl geben. Insgesamt werde dann das schon das vierte Mal gewählt, um das Parlament eben in Israel zu wählen. Man möchte das auf keinen Fall. Der Präsident hat eben den beiden Kandidaten schon wesentlich mehr Zeit eingeräumt. Insgesamt wird es aber wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass die Regierungsbildung wieder scheitert. Ein letzter politischer Punkt noch. Wir sehen, dass in Ungarn zum Beispiel jetzt eben Viktor Orban mehr oder weniger diktatorisch herrschen kann. Er hat das Parlament auf unbestimmte Zeit außer Kraft gesetzt, beziehungsweise das hat das Parlament erst selber getan. Hier geht die EU jetzt gegen vor, möchte eben wieder demokratische Verhältnisse herstellen. Auch in Zeiten von Corona sind Demokratien schlagfertig, ohne diktatorisch eben zu werden. Aber auch andere Länder versuchen jetzt rechtsnationalistische Tendenzen und Gesetze durchzubringen. In Polen steht jetzt ein neues Abtreibungsgesetz zur Debatte, was das Abtreibungsrecht verschärfen würde. Danach dürfte ein Fetus eben nicht abgetrieben werden, selbst wenn es schwere Missbildungen hat. Und vor 3 Jahren sollte ein ähnliches Gesetz umgesetzt werden. Auch die katholische Kirche in Polen und so weiter steht dahinter.
Es haben aber hunderttausende Menschen eben dagegen protestiert und für die Regierung war es eine Schlappe, dass sie das Gesetz dann am Schluss zurücknehmen mussten. Derzeit gehen aber die Menschen nicht auf die Straße bzw. dürfen es nicht. Nichtsdestotrotz gibt es gerade im Internet eben großen Protest und das müssen wir die nächsten Wochen oder Monate verfolgen, ob das Gesetz tatsächlich durchkommt oder ob es wieder aufgehalten wird. Eine interessante Neuigkeit will ich euch allerdings nicht noch vorenthalten. Jeff Bezos, der Chef von Amazon, ist seit Januar um etwa 20 Milliarden Euro reicher geworden. Das ist der schnellste Anstieg, den es bisher überhaupt jemals gab. Und da sehen wir, dass eben jemand hier sehr, sehr stark von dieser Krise auch profitiert. Auf der anderen Seite sehen wir, dass Amazon mit seinen Mitarbeitern eher schlecht umgeht. Gerade in New York zum Beispiel müssen die Mitarbeiter arbeiten, haben sehr schlechte Arbeitsbedingungen, haben sehr schlechten Schutz vor Corona. Jeff Bezos hingegen ist hier Profiteur. Das war's von den Nachrichten von dieser Woche, aber wir haben wie immer noch die gute Nachricht der Woche. Und da schauen wir drauf, dass die G20-Staaten jetzt den 77 ärmsten Ländern der Welt im Zuge der Corona-Krise die Schulden stunden. Das heißt, die Schulden gibt es immer noch, man muss sie nur nicht jetzt zurückzahlen. Und das Schöne daran ist, dass jetzt auch eine Diskussion losgetreten wurde, warum denn dieser Kontinent, die Länder in Afrika, ein Drittel ihres Handelsexportes nutzen müssen, um Zinsen und eben Schulden zurückzuzahlen. Dass dieser Kontinent ja nie wirklich für sich selber auf die Beine wirtschaftlich kommen wird, wenn er immer diese Zinsen und Schulden abzahlen muss. Und dementsprechend gibt es jetzt halt auch die Diskussion darüber, wie viel Schulden möchte man erlassen, beziehungsweise in welche Richtung möchte man hier mit Afrika gehen. Denn Afrika ist ein gigantischer Kontinent mit sehr, sehr vielen Menschen, mit riesigem Potenzial, was man eigentlich möchte, fördern möchte und dementsprechend finde ich allein diese Diskussion schon zu finden, welchen Weg kann man gehen, wie kann man diese Länder unterstützen, auch wirtschaftlich auf die Beine zu kommen und für sich selber sorgen zu können und eine wirkliche Alternative auf dem Weltmarkt auch bieten zu können zu anderen Kontinenten. Das finde ich eine gute Nachricht der Woche wert. Das war es von mir, das war es wieder von den Nachrichten von dieser Woche. Freut mich, dass ihr dabei gewesen seid. Fragen, Anregungen, Kommentare, wie immer alles gerne in die Comments und dann sehen wir uns doch hoffentlich nächste Woche zu den nächsten Nachrichten wieder.